Heute soll es um niemand anderen als Grand Admiral Swan gehen. Und die Vorlagen, die Timothy Zahn dazu inspiriert haben, diesen ikonischen Charakter zu schaffen. Da George Lucas das Imperium dem NS-Regime nachempfunden hat, ist für Star Wars-Fans wohl kaum ein Geheimnis. Ob es die Soldaten der SA sind, die in Englisch Stormtrooper genannt werden, oder die typischen Farbgebungen, die der Flagge der Nationalsozialisten nachempfunden wurde. Weiß wie die Stormtrooper, rot wie die imperiale Garde und schwarz wie Darth Vader. Ja, sogar die ikonischen Raumschlachten sind häufig Luftkampfaufnahmen des Zweiten Weltkriegs 1:1 nachempfunden worden. All diese Fakten sind den meisten natürlich bekannt. Und auch Timothy Zahn, der Autor der Thrawn-Trilogie, war sich dieser Tatsache bewusst. Und so schuf er Thrawn in Anlehnung an einen der ikonischsten Generäle des Zweiten Weltkriegs. Generalmajor Erwin Rommel, den Wüstenfuchs. Und auch wenn Rommel nur eine der Persönlichkeiten ist, die Thrawn als Vorlage dienten, sind die Ähnlichkeiten frappierend. Ob es Kleinigkeiten sind, wie dass Rommel die 7. Panzerdivision leitete und Thrawn die 7. Flotte. Mit seiner 7. Panzerdivision, dem ersten Panzerkommando, das Rommel hatte, durchbrach er die verlängerte Maginot-Linie und bekam den Beinamen die Geisterarmee, weil seine Manöver und die Geschwindigkeit, mit der er operierte, sowohl den Feind völlig verwirrten in seiner Taktik, als auch das eigene Oberkommando. Dies war eine der Vorlagen für Thrawns berühmtes Mark Sable Einkesselungsmanöver, bei dem eine absolute Standardformation den Feind komplett ins Chaos stürzte. Verstehen Sie jetzt, Captain? Sie ließen das Schiff beidrehen, um den Jägern beim Start Deckung zu geben. Aber alles andere ist nichts weiter als ein klassisches Mark Sable Einkesselungsmanöver. Auf so etwas Einfaches werden Sie kaum hereinfallen. Im Gegenteil. Sie werden nicht nur darauf hereinfallen, sondern auch alle vernichtet werden. Und auch die Vorliebe für Täuschung teilten beide. Beim Libyen-Feldzug ließ Rommel seine Panzer absichtlich schneller fahren, damit sie viel Staub aufwirbelten und die feindliche Aufklärung ihre Zahl als deutlich größer einschätzte. Der moralische Vorteil, den sie damit gewonnen hatten, war immens. Nachdem es den Alliierten gelungen war, die Verschlüsselung der Enigma zu knacken und sie wiederholt die Wartebefehle an Rommel abhörten, dass er auf die 15. Panzerdivision warten sollte, fühlten sie sich in Sicherheit. Rommel nützte dies und griff mit seiner 5. leichten Division direkt an. Man sieht also, in beiden Fällen war der Erfolg häufig auf der Täuschung des Feindes basieren. Und da darf man nicht Thrawns mysteriöse Delta-Quelle vergessen. Auch Rommel hatte selbstverständlich den italienischen Geheimdienst auf seiner Seite und seine Melde- und Funkereinheiten. Es war unfassbar, welche brisanten Daten ihn dieser Meldedienst brachte. Er kannte die komplette Aufstellung des feindlichen Militärs und kannte somit auch ihre Schwächen. Dies lässt sich eindeutig mit der beliebten Delta-Quelle aus den Romanen vergleichen, von der Swan ebenfalls seine geheimen Insider-Informationen hatte. Und genau wie in den Romanen wurden auch hier beide ihrer Quelle beraubt, was sie letztendlich blind machte für die feindlichen Operationen. Ich könnte noch ewig über die ganzen Vergleichsmöglichkeiten zu Rommel sprechen. Ob es Dinge sind wie der Moment, wo er den Befehl des Führers missachtete und den Rückzug seiner Männer befahl, weil er wusste, dass er so ihre Leben retten könnte. Jedoch darf man hier nicht vergessen, dass Rommel nicht ausgewählt wurde, weil er so eine große Persönlichkeit ist, sondern weil er mit einer der Verkörperungen jenes Regimes war, jenes bösartigen Regimes, das die Vorlage des Imperiums bildete. Und er war auch nicht die einzige Vorlage, die sich Timothy Zahn zu eigen machte. Die beiden Personen, die wohl mit am meisten Anteil hatten, sind bestimmt jeden schon einmal ins Gedächtnis gekommen, wenn man etwas über Thrawn las oder sogar seine Verkörperung in Rebels sah. Als erstes sollte man an Sherlock Holmes denken und dessen messerscharfen Verstand, der in der Lage ist, auch die kleinsten Details
zu einem logischen Zusammenhang zu bringen. Die Fähigkeit, nur anhand der Kunst einer Person auf die taktischen Grundlagen und dessen Denken zurückzuschließen, das ist eindeutig auf dem Niveau von Sherlock Holmes. Und dann gibt es eine Persönlichkeit, an die wahrscheinlich auch jeder sofort denkt, da sowohl sein Habitus zum Teil kopiert wurde, als auch seine Manöver. Napoleon Bonaparte natürlich, das strategische Genie. Und genau das ist Thrawn im Endeffekt, ein strategisches Genie. Denn das ist es, was Timothy Zahn entwerfen wollte, einen ernstzunehmenden militärischen Bösewicht. Etwas, was aus meiner Sicht in der Star Wars-Galaxie zu selten vorkam. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt hier rechts mit mir weiter in der Star Wars-Timeline wandern und die Geschichte durch Legends durchgehen, die ich als YouTube-Shorts regelmäßig aufarbeite. Oder ihr könnt mit mir in die Zukunft reisen, 3000 Jahre nach der Schlacht um Yavin, und meine Star Wars Dark Age Hörspielreihe mitgenießen, wo es demnächst weitergeht. Und ein kleiner Hinweis, auch hier findet ihr einen an Thrawn angelegten Charakter.